Kamerulis, Ladies and Gentlemen, wir spielen Green Hell. Und ich will euch gar nicht lange aufhalten mit Intro. In der heutigen Folge, wir haben noch eine Karte, oder? Ja, in der heutigen Folge versuchen wir, das hier zu lösen. Wahrscheinlich wird sich dann dieser Eingang hier für uns öffnen. Wir werden einen Blick in dieses Tal kriegen. Dann werden wir uns nach hier begeben, hier rauskommen, hier hochgehen, dann über die Brücke. Und wahrscheinlich ist dann die Folge vorbei, weil ich schätze mal, dieser Part hier wird seine Zeit dauern. Aber ich bin mir nicht sicher. Hier ist noch ein Fischerdorf und hier ist noch ein eingeborenes Ding, genau da. Ich glaube nicht, dass wir das nutzen müssen, aber dieses Fischerdorf, das kann sein, dass wir da hin müssen. Und hier war, glaube ich, auch noch irgendwas. Ne, da war nur eingeboren und hier sind zwei Höhlen. Ja, das war neu. Also ich hoffe, storytechnisch kommen wir ein bisschen weiter, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wir nicht die gesamte Story spielen können. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefällt. Ihr bleibt hoffentlich bis zum Ende dran. Und hier ist eine Uhr. Falls jemand eine coole Smartwatch sieht, das ist die Uhr. Was haust du mich? Hab ich nicht. War nur deine Richtung. Ach so. Hallöchen. Suchst du Pflanzen? Nicht. Warte mal, was? Weiß nicht mehr, was da reinkommt. Deswegen frag mich erst gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Da. Da muss meinst rein. Zutaten, Psychotria viridis. Ich weiß, wo die ist. Achso, genau, die rote Pflanze war. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir das machen müssen. Die ist hier oben. Kannst ja schon mal ein Feuerchen machen. Ich muss gerade mal eben gucken, ob ich überhaupt noch Werkzeuge. Achso, ein Speer hatte ich doch. Feuerchen. War das jetzt safe unter dem Teil oder nicht? Sehen wir gleich. Habe ich trockene Blätter? Zwei Stück hätte ich. Psychopilz. Maden, das ist gut. Nehme ich mal mit. Die kann man immer mal gebrauchen. Irgendwo hier oben war doch die rote Pflanze. Da seht ihr, die Tür wird gleich aufgehen. Merkt ihr mal O-T. O-T, okay. Hab schon ein Foto gemacht. Zur Not. Ich hab keinen Anzünder mehr, weil ich ja gestorben war und mich nicht gesucht habe. Verdammt. Dann bau dir doch rein. Hier steht doch genug Holz rum und hinter dir liegt doch genug. Kleiner Stock plus großer Stock. Boah, ich muss jetzt gerade irgendwie komischerweise erst wieder reinkommen. Oh, ich habe keinen großen. Liegen doch genug unter mir. Ah, Wasser. Schön. Könnt ihr auch mehr... Ups. Kurz die Smartwatch auspacken. Einer geht noch. Achso, apropos... Und einer geht noch rein. Ist da noch irgendwas bei, was voll ist? Dann könnte ich meine wieder auffüllen. Ja, guck, wo Wasser steht. Da du ja offenkundig gerade mit Dingen beschäftigt bist, die fernab meiner Vorsorge gehen, mache ich mal ein Feuer. Weil wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen. Und zwar heute noch. Feuerbrett. Ja. Oh oh, ich glaube, da fehlt was. Oh nein, du meinst diese breiten Dinger von den Bäumen? Was für breit? Nicht nein, ich meine schlicht und ergreifend ein normaler Stock und ein kleiner Stock. Da, Handbohrer. Ach so. Mehr meine ich gar nicht. Gut. Hast du trockenes Geflecht? Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja. Immer dabei. Perfekt. Ich spiele dieses Spiel nicht zum ersten Mal. Ich habe es oft genug vergessen, um jetzt zu wissen, dass man es dabei haben sollte. Heiß, ja, heiß. Oh no, no, schnell. Verdammt, da, anzünden. Bunny's Topris, ach, das waren die fetten Bäume. Haben wir hier einen fetten Baum? Was war das? Riesenbäumranken, Baumranken da. Ich hab Reste. Gut. Hä? Wie kommen die denn jetzt da rein? Oder hast du schon lass die Reste bitte rein? Raus. Ich glaube, die müssen gleichzeitig rein. Nee, es fehlt nur noch Psychotria. Gut, du hast die Reste anscheinend schon reingeworfen. Ich habe keine Reste gehabt. Aber zumindest sind die nicht rot. Aber ich habe Psychotria, glaube ich, gar nicht dabei. Die war da oben, aber ich habe es nicht gefunden. Warte mal doch, da. Psychotria. Ich habe sie. Wenn du die Reste nicht da hast, dann sind die rot. Ja, ich hab die Reste, aber wo soll ich die denn reintun? Ich hab nur einfach einen Punkt auf den Boden. Beim Feuer. Hier, einfach geben. Einfach okay. Oder ins Feuer ziehen. Eins von beiden. Nehmen. Und hineinstecken. Ja, steck das Ding mal in fremde, flüssige, feuchte Orte. Genau. Und Prost. Oh, gib ihm ordentlich mit einer Pflanze, die mit Psycho anfängt. Ordentlichen Schluck nehmen. Psychologisch wertvoll. Und jetzt geht's genau dahin, wo ich eben gesagt habe. O-T.
Jetzt gleich kommt wahrscheinlich wieder irgendwas mit Mia und. So, wenn wir jetzt hier weiterrennen, kommen wir sowieso zur Klippe und können gleich das Tal sehen. Also, es überrascht mich jetzt nicht. Ich weiß doch auswendig, wo es hierher geht. Ja, du könntest schon ein Dschungelführer werden. In diesem Spiel auf jeden Fall. Das Problem ist, wir müssen trotzdem über die Brücke, weil von hier geht es nicht weiter. Es sei denn, sie haben mittlerweile eine Brücke hinzugefügt. Also, wenn man jetzt nicht O-T weiß, dann weiß ich es auch nicht. Okay. Hä? Das ist auch ein Weg, darüber zu kommen. Ich frage mich gerade. Jetzt hat sich die Bambusbrücke gespart. Nice, Sascha. Okay. War das geplant, dass man stirbt? Ich glaube nicht. Doch, Traumwelt. Oh, okay. Das meintest du. True. Da sind Stühle. Krankenhaus? Fragezeichen. Wartebereich? Ja, könnte ein Krankenhaus sein. Kindergeburt? Auf zur Blagenparade. Aber wieso unbedingt Kindergeburt? Als wenn Mia im Dschungel ein Kind gekriegt hat. Hast du im Dschungel schon mal solche Stühle an der Wand gesehen? Ist es? My office? Das ist nicht im Dschungel gewesen. Hier könnt ihr lesen, wenn ihr Bock habt. Ich nicht. Aber je mehr Buchseiten man liest, desto mehr bekommt man Tagebucheinträge. Schön. Okay. Und natürlich sammle ich sowas. Achievements und so ein Scheiß. Was haben wir denn hier? Lesen. Oh, was soll mir das sagen? Parasiteneier. Nee, will ich nicht. Ach du Schande, wie viel ist das? 5 also hast du, das liest selbst ich nicht durch. Vor. Nicht durch. Weder durch noch vor. Oh, da ist die Tür. Muss ich da jetzt wieder raus? Anscheinend hätte man auch einfach so rausgehen können. Aber. Achievements. Hier ist noch eine Notiz. Das ist ein sehr schlecht beleuchteter Lagerraum. Schön. Dann hätten wir das also auch geklärt. Ja, ich weiß, ich hinke schon wieder hinterher. Ey, wo muss ich denn lang? Schweig still. Die Bullen sind nicht interessiert in verlorenen Tribes, Deforestation oder globalen Warming. Wir denken nicht über solche Dinge, bis es zu spät ist. So, denn da kam gerade ein Video. Hier. Ja, dann darfst du gleich Insider. Schweigen. Spirits of Amazonia, so heißt das Buch hier. So heißt das erste Update, oder nein, das nächste, das aktuellste Update zu dem Spiel. Haha, kleiner Hint. They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Unless there was some money to be made. You think I'm selfish, just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Ist das unsere Wohnung? Jo. Ach da, Mia. What happened? Why are you here? Krankenhausaufenthalt, Gesamtkosten 200.000? But it doesn't. Ach du Scheiße. Das klingt nach Krebstherapie. If not for me. Tumorose-Infiltration, CT-Scan, Strahlentherapie, ja. Bösartiger Tumor, linker Lungenflügel, Metastasenbildung, ja, sag ich doch. Mia berühren. Mia. Come on, be touchy. I didn't know. Wo liegt da die Logik hin? Ich habe mich immer gefragt, wieso man das in Filmen und Spielen so darstellt. Wenn du nimmst irgendwelche Drogen, du hast voll den Trip und dann auf einmal erfährst du die Wahrheit über jemanden, obwohl du gar nicht da warst. Wie soll denn das bitte funzen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mal so ein Pflänzchen ernten. Willst du das herausfinden? Da ich aber diese Psycho irgendwas nicht hier habe, nehme ich Himbeeren und anstatt dieser irgendwas Reste nehme ich, sagen wir, Frühlingszwiebeln. Was? Wenn sich nichts geändert hat zum Überleben-Modus, musst du jetzt gleich aufpassen. Hier oben müssten Ameisen irgendwo sein. Oh, ich hatte schon Angst, dass du jetzt Jaguar sagst oder sowas. Ne, der ist weiter im Norden.
Ich hab gerade noch gedacht, so scheiße, jetzt hast du doch gegessen mit dreckigen Händen und tust schon wieder. Ich bin einfach so ein Vielfraß, dass mir das sowas von scheißegal ist. Hier müsste doch jetzt der... Jawohl, hier ist er. Jetzt kommt gleich bestimmt eine Option zu labern. Sag ich doch. Na dann. Mia, you won't believe this. I just found an airstrip. Oh, fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Vorsicht. Jaguar. Ist hier einer? Gegenüber. Glaube ich. Ich habe nämlich gerade gegenüber was blinken sehen. Und habe dann auf einmal eine vierfüßige Gestalt da durchlaufen sehen. Und ich meine, es wäre ein Jaguar gewesen. Kann sein. Ich gehe erstmal pennen hier. Dann haben wir nämlich hier einen Spawn. Ach, gute Idee. Lege ich mich gleich auch mal kurz rein. Warte kurz, ich bin jetzt gleich schon wieder voll. Du hast recht, wenn man diese Psychopflanze getrunken hat, dann ist man einfach immer insta voll. So, bin voll, kannst. Ich vermute mal, dass sie das so handhaben, dass man dann doch eventuell den Story-Mode ein bisschen mehr genießen kann. Dass man da nicht so turbo drauf achten muss. Und nicht so oft stirbt wie im normalen Spielmodus. So, und jetzt gucken wir mal nach dem Schmusekätzchen. Ich sehe nichts. Boah, ich dachte gerade, die Schritte wäre der Jaguar. Hey. Also, der hat gerade gesagt, no signal. Warte mal, rostige Machete. Nice. Oh, die wollte ich haben. Verdammt. Na toll. Dann tötet yeah. Den Jaguar. No. Rieren? Yep. So, dann signalisieren wir mal. Wait. Ach, er alle wartet Spieler auf erforderlich. Mich. Herz allerliebst. Überhaupt nicht. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. Dann dreh da nicht wie ein Blöder. Ich hab Egel. I need help. Anyone, come in, please. Fucking hell. Alter. Zerstörungsdrang? You can hear me. You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Du hast eine Uhr mit Koordinaten. Copy. That Jake Higgins? Again? Schon wieder? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Hä? Okay. Are you alone? Hä? Over. There's a girl with me. Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Ja, der Typ neben mir. Nein, das habe ich doch schon gesagt. No. There's nobody else here. Achso, antworten. Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Oh, scheiße. Ich glaube, wir haben aus Versehen den Microsoft-Support angerufen. Hey, you asked if I was alone. What did you mean? Jake, du solltest jetzt gehen. Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Jake. That? Jake, krieg dich ein. Dude. Ich will die Egel abmachen. Mia, help is on the way. Schüssel. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. No. Hä? No, I won't leave you behind. You have to. You have to make it. For me. Only thing you will find here is disappointment.
You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. Bist du hin? No, no, Mia, talk to me. Where are you? Ich bin noch im Gespräch. Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. Ja, du bist ein dummes Dreckstück. It's time to go. Lebt die überhaupt noch? Way out. Please. Oder hat er schon Halluzinationen? God damn it, say something. Schüssel in Verwendung. Okay, jetzt kann ich endlich meine Blutegel wegmachen. Die haben mich die ganze Zeit so genervt in dem Dialog. Die wurden mir in meiner Videosequenz angezeigt. Tja. Mia, come in. Please. Dosen Thunfisch. Ja. Hä, wieso ein neuer Dialog? Lesen. Mhm. Ich glaube, wir haben es hier mit Gott und Noah zu tun, denn hier steht, sammeln Sie 2 Proben jedes Exemplars. Yeah. Okay. Bibelwitze. Ich bin, weißt du, was mich... Hey, warte mal. Sitzplatz, Passagier, A1, Higgins, Jay. Wir sind Jake Higgins. Ach ja, hier ist die Kletterausrüstung, genau, die brauchen wir jetzt. Weißt du, was Digga, nimm dir auch die Tauchausrüstung mit. Was denn? Dass der gefragt hat schon wieder. Ich habe die Befürchtung, dass wir schon total am Durchdrehen sind oder keine Ahnung, Mia hier gar nicht mehr ist. Wir das zweite Mal auf die Insel gekommen sind, weil sie vielleicht gestorben ist, wir mit dem Tod nicht klargekommen sind und ihr Projekt zu Ende bringen wollen. Oder immer noch in dieser Schleife hängen bleiben. Du, Jake, wenn hier schon Schutzanzüge hängen und hier eine Dekontaminierung ist, mein Tipp? Nutze es. Hast du es genutzt? Nein, aber er kippt um. Du bist müde, ne? Ja, sehe ich auch gerade. Please okay. Insert tube. Wait, what? Blutprobe. Hörst du es auch? Dr. Smith. Lager, lager, ia, ia. Hey, Ruhe! Goes here. Now I just need the right sample. Insert sample von was? Ach, warte mal, wo hat das denn jetzt hingetan? Ich hätte hier noch verrottete Schnecken, ne? Okay. Ich habe gerade Blut herein, also rausgeholt aus dem Kühlschrank, aber wo habe ich das? Das habe ich auch hier reingetan, aber mehr geht nicht. Hätten wir gerade vielleicht noch mehr zuhören müssen? Du hast doch geredet, nicht ich. Aufnahmegerät abspielen. Achso, das war das. Hier ist ein neues... Ah, fuck. Lass mich liegen, hier kann ich nichts kriegen. Kann er sich wenigstens mal ausruhen. Nee, das bringt nichts. Hol mich zurück. Ich glaube, wir brauchen einen... Ich wollte sagen, ein Nest. Ein Bett wird aber reichen. Aber hier ist noch ein weiteres Aufnahmegerät. Genau, das nehmen wir. Dr. Smith, Report Number 26. Observations on Quassia amara. A shrub from the Samarobaceae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics. Its flower contains chemical compounds, quassin, among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other medicinal properties. Hast schon gestartet? Ich habe da jetzt einfach mal eine Seerose reingetan.
Sorry. Was steht denn da? So, ich habe mich nach rechts umgedreht. Ah, Anacondas. Gar nicht viele tote Vögel oder so. Und hier sind auch die Frösche. Ja, folge den mysteriösen Kindern. You know what the worst part about this disease is? Doctors gave me 6 months. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I just can't. I can't do this anymore. I wake up next to you every day, knowing there's no future for us. I just can't take it. The pain? I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist and I can't breathe. I just lie there and look at you. Im Fernsehen läuft unser Name. Ja, liest du mal die Beiträge danach durch. Welche Beiträge danach? Im nächsten Raum. Warum? Du weißt ganz genau, da ich immer nur... Ja, ich lese sie auch nicht wirklich. Da haben wir ein Heilmittel gefunden? Medizin? Andauernd steht da was mit Jake Higgins. Geheimnisse der ewigen Gesundheit zu teilen? Dank Higgins und Omolukorp wurde eine medizinische Revolution in Gang gesetzt. Hallo, sind wir Arzt? Nee, haben wir irgendwas aus dem Dschungel mitgebracht? Und wo muss ich jetzt gerade wieder hin? Hab ich den gelesen? Sobald man einen gelesen hat, kann man die anderen lesen. I can't blame you for the decisions you made. You chose me, not knowing the cost. Would you do it again? Yep. Or was the price of healing me too high? What? What price? What did we... Okay. What did I do? Tell me, please. Jetzt bin ich verwirrt. Nicht nur du. Warte mal, kann ich hier noch was anklicken? Guck mal, die berichten über Corona. Tempo wichtiger als Qualität. Medikament von Omolukorp bereits erhältlich. Es ist so echt viel Text. Ach, gar nicht. Klingt echt wie Corona. Unbekanntes Virus in Brasilien aufgetaucht. And now this? They are isolating the entire continent. Hä,
Hey, jetzt verstehe ich das aber nicht. Also wir haben teilweise ein Heilmittel gefunden und jetzt kommen Berichte, dass in Brasilien ein Virus aufgetaucht ist. Au. Guter Schuss. Machst du? Gerade außer Kontrolle. Echt guter Schuss. Oh. Das sind einige Gräber. Wow! Boah, jetzt hab ich mich aber erschrocken. Jetzt weiß ich, was du mit gutem Schuss meintest. Warum ist der auf der Seite. Hä, warum muckst der uns ab und nicht die anderen, die da am Rumbuddeln waren? Das sieht echt schön aus. Kann das sein, dass unsere Trips immer länger werden? Also. Bis auf die ganzen Leichen, meine ich. Aber das könnte Rio de Janeiro sein, oder? Oder was tue ich mich da jetzt gerade einfach? Sollen wir uns jetzt in ein Grab reinlegen? Nein. Warten auf andere Spieler. Natürlich. Bleib mal da. Weißt du, wie das aussieht? Was? So, bleib mal da. Ja. Let's rock! Ja, genau so. Gut, schöner Effekt. Mag ich. Hey, warte mal. Gib dir, gönn dir. Einer geht noch. Das Spiel ist total prädestiniert für Sauflieder und Fußballsongs. Definitiv, mal gucken. Und. Psycho. Mia, where are you? Was? Mia! Hinter uns. Oh. Ach, da. With me. Again. Is that what you want? Creepy Mia. No, no, not again. Was hast du denn gedacht? Du trinkst das und sie ist dann da, oder was? Du weißt nicht, wie Drogen funzen, glaube ich. Just tell me what happened. Hä? You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Touching Mia. Every patient of Imolacort became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Oh, jetzt wird's aber hier FSK 18. Schade doch nicht. Oh. What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. Oh, shit. I sold their secrets.
It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia, you know I can't remember. Just tell me. Well, shit. Der Eingang ist nicht optimal, so von der Form her. Weeks passed. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Aber das ist so. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? Herausforderung. How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Bist du noch da? Ja. Das hier ist das, wo du ursprünglich anfängst. Und hier ist auch die Story zum Dart Frog. Jabawaka. Müssen wir die jetzt alle durchlesen? Ach, Jaguars sind's. Scheiße, mir fehlen noch 10 Dinge. Kann das sein, dass die Farben froher geworden sind, die Notizen? Ja, ein bisschen. Glaube ich. Die sehen richtig cool aus. Mhm, gut gemalt. Gibt's denn sonst noch irgendwas? Oder muss man einfach wieder rausgehen? Mhm. Hinten. Und jetzt das bitte Walkie-Talkie? Okay. Answer, Jake. I need you here, Jake. Please. I need you to do this for me. Please. Please, I can't stand it. Die Story nimmt ja noch eine richtig düstere Wendung. Er muss was für sie tun? Sie umbringen? Blödsinn. Für sie da sein. Du sagst düster, wir landen im Krankenhaus. You? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Oh nein, fuck! Spiel verkackt. I'm sorry. Warum? Have a cure. Es gibt ein Alternativende. I just wanted to find you. Then come. I'm waiting for you. Shit. Ich bin ja echt nochmal gewillt, gerade zu sagen, es gibt noch eine Bonusfolge. Dann lade ich dann und dann gibt es das alternative Ende bei mir. Fucking hell. Oh, shit. Mia? Wie war das nochmal mit dem Fluchen? Ja. You found me. Isn't that what you wanted? What? Can you feel him watching? What the fuck? Oh nein, bitte rein durch. Just
Just calm down. Das sind so creepy Mannequins, die sich immer zu dir umdrehen. Nothing else mattered. Oh. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. Where are you? You are pathetic. Könnt ihr bitte aufhören, mich hier anzugucken? All along? God damn it, if I lose you, Nein. Then everything here was for nothing. You can't save her. Lass mich durch, ich bin Arzt, glaube ich. You killed them. Look at them. Ich habe irgendwas Blaues gesehen, wo war es? Ach da. You killed. I will fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away. Entschuldigung, darf ich mal durch? Entschuldigung, sorry. No, no, please stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you tried? Stop it! You can't save me. There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital? Peter Gears. No, 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 no. She begged you for mercy. And you left her! I wanted to fix this! Will you? Oh, no, don't listen to her. You can't fix it! Yes, I'll find the cure. Just give me another chance. There is no cure! Doch, da ist. Then go. What are you waiting for? Ich hab das Gefühl, ich weiß, was jetzt passiert. Wait for me. Just a little longer. I swear. Get back here. Fuck. You can't. Amazing! Alter, was war das denn? Das war echt heftig. Amazing. Und da fehlt ein Ende. Es gibt ein alternatives Ende. Ja, das, weil, was gesichert war oder so, ne? Ja, also, und das war nämlich die Cure zu haben. Oh Mann. Nur wegen diesem blöden Frosch. Freaking nice. Ja, 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 ja. Oh Mann. So, liebe Freunde. Jetzt machen wir es genau wie jedes Mal. Ich lasse das Ding durchlaufen, aber sie verabschiedet sich noch. Na, ich lasse es vielleicht doch nicht durchlaufen, aber sie verabschiedet sich noch. Ihr bleibt einen Moment dran und im Anschluss seht ihr das alternative Ende. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei wart und bis demnächst einmal. Ciao mit V. Was ein Ende, oder? Was ein freaking nice Ende. Vor allem, wie er dann wegsprintete, runterflog und dann Green Hell. Voll gut. Gute Story. Doch. Aber
Jetzt gibt's das alternative Ende. Falls es überhaupt ein alternatives Ende gibt, wenn nicht, werde ich es hier nicht einblenden. Aber ich werde es jetzt nochmal bis zu dem Zeitpunkt spielen, quasi. Und euch dann nur die Alternative einblenden, wenn vorhanden. Wenn nicht vorhanden, egal. Ich möchte mich erstmal für die Zeit bedanken, die ihr reingesteckt habt, das zu schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen im Allgemeinen. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr solche Projekte, und das waren jetzt wirklich knapp zwei Stunden Aufnahme pro Folge, damit wir die Story für euch spielen können. Und wir sind echt durchgesprintet wie blöde und haben viele Stunden nebenher investiert. Wenn euch sowas gefällt, dann werdet doch Mitglied. Unterstützt mich, supportet mich, denn alles, was ich an Freizeit aufbringen kann, stecke ich in genau dieses Projekt. Hey, wir haben es doch zu Ende geguckt. Nice. Vielleicht sehen wir jetzt auch irgendwas, dann schweige ich spontan. Ansonsten, danke, dass ihr da seid. Ich würde mich echt freuen, euch als Mitglieder begrüßen zu dürfen. Okay, es gibt noch ein anderes Ende und das machen wir auf jeden Fall noch. Und ansonsten, es reicht mir auch vollkommen, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr die liked, wenn ihr sie teilt, wenn ihr vielleicht im Discord joint als Bonus. Und wenn ihr einfach ihr bleibt, ihr selbst bleibt. Es ist 2 Stunden Aufnahme jetzt, ich brauch Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, Valado Heris. Euer Wolf. You? Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Yes. I have the cure. And now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Mia? Mia, where are you? Mia, say something! I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my god, are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ. Is this really over? Just hurry. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? Yes. You're a fighter. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Hey, Mia. Thank you. Goodbye, mi amor.